Wildes Weltall ist ein Spiel für 1 bis 5 Personen ab 10 Jahren mit einer Spieldauer von etwa 30 Minuten. Am äußersten Rande des Imperiums wurde eine neue Galaxie entdeckt. Es ist an euch, ihre Schätze und Geheimnisse zu erforschen. Besucht fremde Planeten und stellt die beste Crew für euer Vorhaben zusammen. Am Ende gewinnt die Crew mit den meisten Siegpunkten. Legt als erstes die 2 Startplaneten offen in die Tischmitte. Ihr erkennt sie am Haussymbol oben links. Legt danach zufällig je einen der Planeten mit den Zahlen 3, 6 und 9 verdeckt und in aufsteigender Reihenfolge aus. Nehmt jeweils eine Kommandokarte und legt sie als erste Karte offen vor euch aus. Die restlichen Kommandokarten kommen zurück in die Schachtel. Wählt nun jeweils eine Farbe und legt die dazugehörigen 5 Raumschiffe vor euch ab. Legt den Ordenmarker eurer Farbe links neben die Ordensleiste oder Kommandokarte. Mischt alle Crewkarten und legt sie als verdeckten Nachziehstapel bereit. Deckt die oberste Crewkarte auf und legt sie in einer Reihe rechts neben dem Nachziehstapel aus. Dies ist die offene Auslage. Lasst links neben dem Nachziehstapel Platz für einen Ablagestapel. Zieht nun je 3 Karten vom Nachziehstapel und nehmt sie verdeckt auf die Hand. Schon kann es losgehen. Wer zuletzt ein Tier gesehen hat, beginnt. Um Wildes Weltall spielen zu können, müsst ihr zunächst einmal wissen, wie die Crewkarten funktionieren. Neben eurer Kommandokarte gibt es 3 Arten von Crewkarten. Die Profis mit dem blauen Hintergrund und diesem Symbol, die Gesandten mit dem roten Hintergrund und diesem Symbol und die Roboter mit grünem Hintergrund und diesem Symbol. Alle Profis und Gesandte sind Tiere. Durch das Sammeln von Tierarten verdient ihr am Ende des Spiels die meisten eurer Siegpunkte. Die Roboter sind keine Tiere. Die Siegpunkte, die sie am Spielende bringen, werden getrennt von denen der Tiere gezählt. Alle Profis und die meisten Roboter haben einen Beruf oben rechts auf ihrer Karte. Berufe selbst bringen zwar keine Siegpunkte, aber sie sind wichtig, um die Effekte anderer Karten nutzen zu dürfen. Gesandte zeigen Missionen oben rechts auf ihrer Karte. Erfüllt ihr die Mission eurer eigenen Gesandten, erhaltet ihr im Spielende entsprechend Siegpunkte. Die meisten Crewkarten haben einen Effekt unten links. Diesen Effekt dürft ihr nur in dem Moment aktivieren, in dem ihr die Karte für euch ausspielt. Spielst du zum Beispiel diese Karte aus, darfst du sofort 3 Karten ziehen. Der Effekt kann mit einer Bedingung in einem blauen Feld verknüpft sein. Dann müsst ihr die gezeigte Bedingung erfüllen, um den Effekt aktivieren zu dürfen. Manche Profis und Roboter haben keinen Effekt, sondern stattdessen einen Orden oben links auf ihrer Karte. Spielt ihr eine Karte mit Orden aus, dürft ihr auf der Ordensleiste eurer Kommandokarte um eine Stufe voranschreiten und sofort den erreichten Bonus nutzen. Ihr spielt Reihum im Uhrzeigersinn, beginnend bei der Person, die anfängt. In eurem Zug benutzt ihr eure Raumschiffe, um Effekte auszuführen. Ihr benutzt jedes eurer 5 Raumschiffe 2-mal. Das Spiel endet also genau nach 10 Runden, dann wart ihr alle jeweils 10-mal am Zug. In eurem Zug benutzt ihr zunächst eines eurer Raumschiffe und landet damit auf einem Planeten oder erforscht ihn. Anschließend führt ihr in den dazugehörigen Effekt aus. Du kannst dein Raumschiff auf 2 Arten benutzen. Zunächst einmal darfst du mit einem neuen Raumschiff auf einem Planeten landen. Nimm dazu ein Raumschiff aus deinem Vorrat und platziere es auf dem unteren Teil eines Planeten deiner Wahl, entweder im linken oder rechten Sektor. Dabei musst du folgende Regeln beachten. Um auf einem Planeten landen zu dürfen, müssen mindestens so viele Crewkarten vor dir ausliegen, wie die Zahl des Planeten vorgibt. Auf den beiden Startplaneten gibt es diese Beschränkung nicht und du darfst bereits von Beginn an auf ihnen landen. Außerdem darfst du mit einem Raumschiff niemals in einem Sektor landen, in dem sich bereits eines deiner Raumschiffe befindet, egal ob im oberen oder unteren Teil des Sektors. Du darfst aber sehr wohl in einem Sektor landen, in dem bereits fremde Raumschiffe sind. Die zweite Art, ein Raumschiff zu benutzen, ist einen Planeten zu erforschen. Dazu muss dein Raumschiff bereits dort gelandet sein. Schiebe es zum Erforschen des Planeten nach oben. Es muss dabei aber in seinem Sektor bleiben. Nachdem du mit deinem Raumschiff gelandet bist oder einen Planeten erforscht hast, führst du, falls möglich, sofort den gezeigten Effekt aus.
Landest du auf einem Planeten oder erforscht ihn, darfst du entweder Karten ziehen oder ausspielen. Was davon du darfst, hängt vom Sektor ab, in dem sich dein Raumschiff befindet. Landest du mit einem neuen Raumschiff auf einem Planeten, führe sofort den Effekt des gewählten Sektors aus, sofern möglich. Hast du die Wahl zwischen verschiedenen Effekten, darfst du nur einen davon ausführen. In manchen Sektoren ist unten links eine Bedingung angegeben. Diese musst du erfüllen, damit du den Planeteneffekt ausführen darfst, nachdem du gelandet bist. Zeigt ein Sektor mehrere verschiedene Bedingungen, musst du nur eine davon erfüllen. Landest du zum Beispiel in diesem Sektor, musst du eine Karte mit dem Beruf IT, Mechanik oder Raumfahrt abwerfen, um drei Karten zu ziehen oder eine Karte auszuspielen. Schiebst du ein Raumschiff innerhalb eines Sektors nach oben, hast du stets die gleichen zwei Optionen, drei Karten ziehen oder eine Karte von deiner Hand ausspielen. Ziehst du eine Karte, darfst du sie entweder vom verdeckten Nachziehstapel oder aus der offenen Auslage nehmen. Nimmst du eine Karte aus der offenen Auslage, wird die Auslage sofort mit der obersten Karte vom Nachziehstapel aufgefüllt. Ziehst du mehr als eine Karte, entscheidest du für jede Karte neu, ob du sie aus der offenen Auslage oder vom Nachziehstapel nehmen möchtest. In deinem Zug darfst du jederzeit und beliebig oft eine Karte von deiner Hand abwerfen, um alle Karten in der offenen Auslage durch drei neue vom Nachziehstapel zu ersetzen. Es gibt kein Handkartenlimit. Spielst du eine Karte aus, lege sie vor dich zu deiner Kommandokarte und deinen anderen Crewkarten. Hat die ausgespielte Karte einen Effekt, darfst du diesen sofort aktivieren. Setzt ein Effekt eine bestimmte Bedingung voraus, darfst du ihn nur aktivieren, falls du die Bedingung erfüllst. Du darfst eine Karte auch ausspielen, falls du ihren Effekt nicht aktivieren kannst oder möchtest. Lässt sich ein Effekt eine weitere Karte ausspielen, darfst du auch den Effekt dieser Karte sofort aktivieren. Dazu musst du aber auch hier wieder die Bedingung erfüllen, falls die Karte eine hat. So kannst du in einem Zug gleich mehrere Effekte aktivieren und durch eine Kettenreaktion eine Reihe von Karten ausspielen. Karten mit Orden haben keinen Effekt. Spielst du eine Karte mit Orden aus, schiebe deinen Ordenmarker auf der Ordensleiste deiner Kommandokarte um eine Stufe nach rechts und nutze sofort den erreichten Bonus. Nachdem du ein Raumschiff benutzt, den Planeteneffekt ausgeführt und die gewünschten Effekte von Karten aktiviert hast, ist dein Zug beendet. Zähle nun, wie viele Crewkarten vor dir ausliegen. Sind es mindestens so viele wie die Zahl auf einem verdeckten Planeten, decke diesen sofort auf. Ab sofort dürfen alle auf ihm landen, die mindestens so viele Karten vor sich ausliegen haben, wie die Zahl des Planeten vorgibt. Dann ist die nächste Person am Zug. Das Spiel endet, nachdem ihr alle eure Raumschiffe zweimal benutzt habt. Dann hattet ihr je 10 Züge. Werft eure Handkarten ab, nehmt den Wertungsblock zur Hand und zählt eure Siegpunkte wie folgt. Für 3 Tiere derselben Tierart erhaltet ihr 5 Siegpunkte. Für jedes weitere dieser Art nochmal 5 Siegpunkte. Für jedes Set aus 6 verschiedenen Tierarten erhaltet ihr 15 Siegpunkte. Für eure Gesandten erhaltet ihr die angegebenen Siegpunkte, falls ihr ihre Mission erfüllt habt. Für manche Roboter erhaltet ihr die Siegpunkte auf ihrer Karte. Zu guter Letzt erhaltet ihr für euren Ordenmarker Siegpunkte, wenn ihr mindestens die entsprechende Stufe auf eurer Ordensleiste erreicht habt. Wer die meisten Siegpunkte hat, gewinnt. Bei einem Gleichstand liegt von den daran Beteiligten vorn, wer die wenigsten Karten vor sich ausliegen hat. Seid ihr dann immer noch gleich auf, teilt ihr euch die Platzierung. Wir wünschen euch viel Spaß im wilden Weltall.